Ja, herzlich willkommen hier bei TK in Coesfeld in unserem neuen Headquarter. Hier sind wir jetzt mit knapp 140 Mitarbeitern seit ca. 3 Monaten aktiv und ich zeige euch jetzt mal, was hier so abgeht. Wir bei TK haben immer versucht, mit der Zeit zu gehen. Mein Vater hat seinerzeit schon sehr innovativ den BlackBerry eingeführt. Das papierlose Büro stand bei uns immer weit vorne. Und jetzt im Zuge mit der Digitalisierung versuchen wir auch da immer ein Stückchen weiter zu sein. Und das beginnt bei unseren Kollegen schon morgens mit der TK Business Bag. Ich bin der Björn Wendland und bin bei der Firma TK fürs Personalwesen zuständig. Mit dem neuen Standort hatten wir die Möglichkeit, alle Arbeitsabläufe auf den Kopf zu stellen, die Digitalisierungsprozesse voranzutreiben und die Arbeitsgestaltung Richtung New Work zu gestalten. Derzeit haben wir 140 Kollegen bei uns hier am Standort bei der Firma TK beschäftigt und davon sind 70 Kollegen bei uns mobil am Arbeiten. Mit der Erkenntnis dabei, es funktioniert. Wie ihr seht, haben wir hier schöne, helle Großraumbüros, haben alle Mitarbeiter mit höhenverstellbaren Tischen ausgestattet, mit einer modernen Technik. Wir haben Lüftungsanlagen, wir haben Klimaanlagen, Viroline-Anlagen. Mit einem bisschen Blick nach draußen dürfen unsere Mitarbeiter sogar ein wenig Natur während der Arbeit genießen. Bei uns gibt es keine feste Sitzordnung mehr, sondern nur noch Abteilung. In den Abteilungen selber dürfen die Mitarbeiter sich selber aussuchen, wie die Sitzgestaltung vorgenommen wird. Ihr fragt euch, was hat es mit der TK-Bag auf sich? Jeder Mitarbeiter bei TK hat quasi sein Handwerkszeug im Büro mit in dieser Tasche und kann ganz einfach und ganz easy seinen Arbeitsplatz tagtäglich einrichten oder auch von zu Hause aus arbeiten. Wir haben die Arbeitszeiten so für die Kollegen vor Ort gestaltet, dass die Flexibilisierung da ist und die Kollegen sich selber aussuchen dürfen, wann darf man im Büro anfangen. Der eine kommt um 7, der andere um 7:30, der andere 8. Auch die Kollegen in der Produktion, was bei uns ein kleines Highlight ist, haben die Möglichkeit, sich ein Stück weit die Arbeiten selbst zu gestalten. Am Freitag haben alle die Möglichkeit, um 1:45 bzw. um 1:30 ins Wochenende zu gehen. Das hat sich bei uns so eingebürgert. Ihr fragt euch, was haben wir im Bereich der Digitalisierung im Personalwesen gemacht? Genau das zeige ich euch jetzt. Bei unserem Kollegen Johann, der die Web-App geöffnet hat, kann er sich morgens ganz, ganz locker anmelden und kann sofort seine Arbeitszeit erfassen und einstempeln. Damit haben wir es geschafft, auf einen Schlag die Stempelung zu digitalisieren, die Urlaubsscheine zu digitalisieren, die Zeitkontoanträge zu digitalisieren, die Spesenzettel. Auch ist es möglich, ganz transparent bei uns an den Büros über die Tablets einzusehen, wer ist heute vor Ort und wer arbeitet mobil von zu Hause aus. Welche Voraussetzungen waren dafür nötig? Wir haben bei der Firma TK schon vor Jahren damit begonnen, auch die Produktion mit Tablets und Handys auszustatten, damit wir dementsprechend auch noch mehr die Digitalisierung vorantreiben konnten. Auch in der Produktion wurden Stücklisten, Zeichnungen, Kommissionierlisten auf Einschlag digitalisiert. Die Kommunikation über das ganze Werk wurde dadurch vernetzt und dementsprechend haben wir so Arbeitsabläufe generieren können, optimieren können und Prozesse verschlanken können. Bei TK wird Außendienst und Service noch ganz groß geschrieben. Auch unsere Leute, die draußen unterwegs sind, profitieren von den mobilen Arbeitsplätzen. Hier sind alle digitalen Daten sofort abrufbar, greifbar. Diese werden abgespeichert und direkt an die Firma geschickt. Somit sind kurze Wege selbstverständlich bei uns. Ebenso sind für unsere Mitarbeiter natürlich die Spesenabrechnungen direkt über die Time-Info-App buchbar. Genauso wie Hotelabrechnungen, die eingescannt werden. Und natürlich auch Tankbelege, wenn notwendig. TK steht nicht nur für saubere Luft, auch erneuerbare Energien werden sofort weiter benutzt. Unsere Flotte wird nach und nach umgerüstet auf Elektroautos und somit nutzen wir die Sonne, die auf unser Dach scheint. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie bei TK ein normaler Arbeitstag an unserem neuen Headquarter in Coesfeld ausschaut. Ich denke, bei uns wird sich in Zukunft noch eine Menge drehen. Ich lade euch herzlich ein, immer am Ball zu bleiben. Bis dann!